Hallo und herzlich willkommen. Der Hon ist in dem schönen Vienna im Hotel Imperial, wo man fantastisches Wiener Schnitzel bekommt. Und der Hon will ein Versus machen, nämlich ein Versus. Ich habe mich jetzt im Imperial mit einem echten Wiener Schnitzel, wie das ein Sternekoch zubereitet, nämlich der Werner Pichelmeier. Da habe ich mich jetzt erstmal satt gegessen und habe mir diese Geschmacksnoten rausgeholt, denn das ist für mich First Class. Und ich mache mich jetzt auf den Weg, und zwar, ich gehe jetzt in die Austrian Airlines Hon Circle Lounge am Airport Vienna, in unsere kleine Hon Base. Das ist eine kleine Hon Base. Ich will rauskriegen, welche ist denn eigentlich besser? Die in Wien oder die Hon Base? Wie ich ja gesagt habe, super Hon Base unten in Frankfurt. Ich verse einmal die Don Group gegen die Do und Co Group. Die beiden stelle ich nebeneinander, nämlich im Thema Wiener Schnitzel. Und ich weiß, dass das Don Schnitzel, was ja ganz neu jetzt für uns in der Honbase, und zwar nach vielen Jahren, ich habe so viele Jahre darum gekämpft, man muss ja auch ein bisschen Vorgeschichte da reinbringen. Der Hon hat immer gesagt, wieso haben wir in der Wiener Honbase, in der Wiener Lounge kein Wiener Schnitzel? Do und Co hat vorher diese Leistung nicht erbracht. Das heißt, die hatten den Service gemacht. Der Service wurde leider in Wien immer schlechter. Bupp, waren sie weg. Darum ein Lob an den von Hönsbrüch, ja. Das war eine echte Qualitätsverbesserung, denn wir haben ja die Don Group jetzt in Österreich bei der Austrian, gilt für die Senator, gilt für die Business. Und darum habe ich gesagt, wenn wir jetzt so ein tolles Menü bei uns haben, und zwar haben wir ja 3 oder 4 Menüs mittlerweile, die machen ja so eine tolle Qualität, und zwar regionale Qualität. Das heißt, auf was werde ich denn mich spezialisieren? Ich will natürlich Folgendes wissen bei dem Versus. Wenn ich schon die Don Group versus Do und Co. mache, heißt im Endeffekt jetzt nicht die Airline, also nicht Austrian gegen die Lufthansa, sondern ich will wissen, wie sind die Cateringfirmen? Haben wir hier also 2 österreichische Cateringfirmen? Also ist schon mal gleich. Dann haben wir, die fangen beide mit D an, Don Group und Do & Go, passt auch, also auch schon mal gleich. Dann habe ich gesagt, okay, die haben jetzt endlich in Wien einen Schnitzel, ein Wiener Schnitzel. Die machen das Wiener Schnitzel aber aus Schweinefleisch. Aber ich bekomme Informationen dazu, woher das Schwein kommt. Und in Frankfurt, und da gehe ich dann anschließend hin, das heißt, ich reise also jetzt heute los von Wien, gehe ich in die Lounge, ich lasse mir das Schnitzel servieren und mal gucken, was eben sonst noch da ist und vergleiche die Qualität mit der Qualität aktuell jetzt in Realzeit mit der Qualität vom First Class Terminal. Und ich meine, da haben wir ja große Erwartungen. Auch dort gibt es ja schon lange das bekannte Wiener Schnitzel, aber ist das noch so gut? Haben die Qualität halten können? Und ich habe meine letzten Erfahrungen eher negativ gesammelt in Frankfurt. Denn in der First Class Lounge, wie die noch auf war, war das eher unterirdisch. Und es gab so einen furchtbaren Gurkensalat und so einen aus dem Plastikding so einen Kartoffelsalat. Und dann habe ich natürlich gefragt, ist das denn ein Schnitzel, wo noch geklopft wird? Ja, aber es wird eben geklopft, da wurde noch geklopft, okay. Aber woher kommt's? Keine Information. Heißt, ich will natürlich auch wissen, haben die überhaupt eine Ahnung, woher das Kalbfleisch kommt? Denn die machen noch original Wiener Schnitzel. Das heißt also, das eine ist ein Schnitzel Wiener Art, weil Schweinefleisch. Wie weit haben die in Frankfurt im First Class Terminal, wie weit haben die dort Transparenz eingebaut bei Do & Co? Haben die mir eine Information dargelassen? Oder steht auf dieser Karte nur Wiener Schnitzel? Dann kann das auch, ich sag mal, gequältes Kalbfleisch sein. Es kann Kalbfleisch von, ich weiß nicht woher kommen. Währenddessen dieses Schweinefleisch, was ja hier jetzt in Wien präsentiert wird, da wird klar erwähnt, was ist das, woher kommt das und das könnte ich mir angucken. Ja, da könnte ich hinfahren, wenn ich in Österreich bin. Das kommt aus Österreich, regional. Wissen die also in Frankfurt, ob das überhaupt ein Kalb ist, was in Deutschland geboren ist? Wird das in Afrika geboren und dann hier rüber transportiert in diesen Transportern? Ja, das will man doch alles wissen. Ich weiß nicht, die Zeit hat sich doch auch da verändert. Wir können doch nicht nur von Umweltschutz und von Klimaschutz und ich weiß nicht alles sprechen, wenn wir nicht endlich anfangen, auch über Tierschutz zu sprechen. Nämlich, es kann nicht sein, und darum geht es mir in diesem Video und auch in diesem Versus, es kann nicht sein, dass wir billigstes Fleisch in den Lounges bekommen, für uns in der Premium-Qualität. Heißt also, wenn ein Vielflieger in der Business-Lounge gequältes Schweinefleisch essen muss, dann wollen wir das wissen. Oder etwa nicht. Also ich will das wissen. Ich will wissen, ob ich in der Senator-Lounge, wenn ich etwas besser gestellt bin als Business, und die Lufthansa ja schon gar keine Unterschiede mehr macht, das kann man schon fast feststellen, aber wenn es so ist, wenn ich in München bin, ist zum Beispiel dort dieser Leberkäse auch von Nachhaltigkeit geprägt oder ist das das billigste Fleisch, was wir im Discountermittel bekommen? Das heißt, es geht darum, bekomme ich in der Business Senator, und wir reden jetzt in diesem Video über die First Class, Hon Circle, ewiger First Class Gast, sind die bereit, transparent zu sein? Sind die bereit, zu zeigen, dass das gute Qualität ist und dass sie uns sagen, woher in diesem Falle das Kalbschnitzel kommt?
Denn ich meine, handgemacht, dass man mal auf so einen Schnitzel klopft und das Tier ist in einem Transport irgendwo dahin gekommen, weil es billig war und wir das dann zu essen kriegen. Das kann es nicht mehr sein. Es hat sich nicht nur die politische Landschaft verändert, sondern es hat sich auch die Denkweise verändert. Wir wollen in Zukunft als Vielflieger auch Verantwortung übernehmen und wollen nicht einfach nur irgendwas essen, was uns vorgestellt wird. Wir wollen wissen, was da drin ist. Also Schnitzel, Wiener Schnitzel gegen Wiener Schnitzel. Auch wenn es nur Schnitzel Wiener Art ist. Das ist das Video heute. Sollte ich feststellen, dass die Transparenz ein Problem ist, werde ich wechseln zum Klartexthorn. Heißt also, da geht das ganze Thema nämlich bei der Horn Klartext weiter und da geht's ins Eingemachte. Das kann ich bestätigen, ganz genau so ist es. Jetzt aber mit euch zusammen wollen wir unterwegs sein. Wir wollen jetzt zum Flughafen fahren und wollen uns, ja, verwöhnen lassen von einem Schnitzel Wiener Art in Wien. In der Horn Base, ich freue mich schon. Angekommen im First Class Terminal von Lufthansa. Austrian habe ich getestet, Wiener Schnitzel exzellent. Jetzt will der Horn wissen, wie schmeckt denn eigentlich das Wiener Schnitzel hier bei der Lufthansa im First Class Terminal? Ich erinnere mich an früher, da war das sensationell. Man konnte verschiedene Möglichkeiten auswählen, frischen Salat und Pommes und was dazu gab. Und es war geschmacklich gut. Was mir immer noch fehlte, und das werde ich diesmal fragen, wo kommt das Kalbschnitzel eigentlich her? Ist es überhaupt noch Kalbschnitzel? Denn wir wissen ja, in Wien ist es Schweineschnitzel. Und dieses Schweineschnitzel ist aber transparent. Wir wissen, es ist ein tolles Schwein. Und hier wissen wir nicht, ist es ein gutes Kalb. Also, das will der Horn fragen. Das Versus Lufthansa gegen die Austrian oder besser gesagt die Don Group gegen die Don't Co. Wir wollen wissen, wie es aussieht. Jetzt gehen wir erstmal rein und dann bestellen wir uns ein schönes, echtes Wiener Schnitzel im First Class Terminal. Auf geht's! Nachdem ich mir also, sagen wir mal, die ganze Reise von Wien, dann bin ich ja runtergeflogen und dann kam ich da ins FCT rein und, also ich muss sagen, es ist nicht mehr meine Superhornbase, das kann ich schon mal ganz klar bestätigen. Es ist noch sehr schön, es arbeiten dort immer noch tolle Mitarbeiter, das ist dort auch zu finden. Es waren auch neue Mitarbeiter da, die dort eingearbeitet wurden, zum Beispiel im Bereich des Caterings. Ich kann also wirklich erstmal grundsätzlich sagen, wir haben bei der Austrian Airlines in der Horn Circle Lounge in Wien ein fantastisches Wiener Schnitzel, was ein Schweineschnitzel ist, aber sehr transparent. Ich habe alle Informationen über dieses Schwein, über diesen Bauern, der das herstellt. Eine exzellente, fantastische Geschichte. So finde ich, ist der Weg von Austrian, lieber
bei Hönsbruch, da gehen sie tolle Wege. Und auch die Lounge-Leitung in Österreich, sowie eben die Don Group, auch dort arbeitet man miteinander. Man versucht für uns Kunden ein Erlebnis zu schaffen. Und das gilt auch für Senatoren und für Business-Class-Gäste, also für Vielflieger, weil dort auch in dieser Lounge, in diesem Lounge-Bereich wirklich exzellent gearbeitet wird. Und das ist spürbar. Also ich spüre dort auch Energie. Ich spüre, dass da wirklich was losgeht und auch dieser, ja wirklich, also diese ganzen Menschen, die dort arbeiten, also die ganzen Mitarbeiter, ob das nun von der Don oder eben von der Ausstellung ist, sowas von herzig, von bemüht, von aktiv, ja, also ist genau das, was man jetzt bei der Lufthansa in Frankfurt im First Class Terminal, einer super Homebase, etwas, was es einmalig in der Welt gibt, und sie verschenken wirklich Qualität durch Mitarbeiter, keine Lust haben eigentlich zu arbeiten und die nicht an exzellentem Kundenservice interessiert sind. So, und da das ja Schnitzel gegen Schnitzel ist, so freue ich mich, als ich also sagen kann, Österreich hat exzellente Qualität, fantastische Geschichte. Es ist natürlich ein Schweineschnitzel, kein Kalbschnitzel, damit nur ein Schnitzel Wiener Art, aber der Gurkensalat, also dann auch die Zitrone im Netz und dann diesen tollen Champagner dazu oder man macht sich ein schönes Bierchen. Also auch das alles ist regional. Alles kommt aus, ja, Austria. Und das, finde ich, gibt von meiner Seite wirklich zurzeit für Österreich 10 volle Punkte. Kommen wir und wechseln wir rüber zur Lufthansa, nämlich vom First Class Terminal. Es gab einen schönen Rosé-Champagner dazu. Ich habe das Schnitzel gehabt und es war auch der Koch, also hinten in der Küche, sodass ich die Bestätigung bekam, alles wird noch von der Hand gemacht. Es wird also auch geklopft und paniert. Es ist also nicht irgendwas Gekauftes aus dem Eisschrank. Das ist schon mal sehr positiv, also kein Discounterzeug. Und das ist das Einzige, Gurkensalat und auch der Kartoffelsalat ist wirklich unterirdisch. Das ist nicht zu genießen. Also ich mag es nicht. Ich kann es nicht essen. Mir stößt das sofort auf. Da ist also irgendeine Säure drin, auch wenn mir versichert wurde. Nochmal, jetzt kommen wir zu den Transparenz. Es wurde mir versichert, dass der Gurkensalat und der Kartoffelsalat selbst gemacht ist. Mit Kartoffeln, mit allem drum dran. Nichts als vorgekaufte Ware. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht ganz glauben, weil er schmeckt mir nicht wie selbstgemacht. Ein selbstgemachter Kartoffelsalat hat nicht diese Qualität, die ich dort geschmeckt habe. Bitte, ich kann mich auch irren, aber das ist ja meine ganz persönliche Meinung dazu. Vielleicht habt ihr das ja auch schon gegessen und dann sagt ihr, nee, mir schmeckt der genauso wie hausgemacht. Also für mich ist es nicht so. Habe ich wirklich Probleme mit? Das Schnitzel ist aber weiterhin köstlich. Wirklich, ich habe das nochmal probiert, habe es gegessen, es ist kross. Es hat also diese Welle da drin, ja, und diese Zitrone auch im Netz. Es hat natürlich Kalbfleisch und das Kalbfleisch, und jetzt auch da auf der Menüinformation steht nichts. Also da ist leider nichts drin. Wäre es vielleicht auch ein ganz kluger Schachzug für die Zukunft, wenn man eben auch hier Transparenz bei der Lufthansa zeigt. Man hat mir gesagt, es gibt also einen Fleischlieferant aus Hamburg, der das Kalbfleisch liefert. Ich muss mir über diese Firma, die ich kenne schon seit langen Jahren, also deswegen ist es grundsätzlich eine gute Firma, ein guter Importeur, die sind schon lange da, werde aber das auf jeden Fall nochmal rauskriegen. Ich habe noch kein Feedback zurückbekommen, ich kann es also nicht in dieses Video bringen, aber ich schreibe es dann da unten rein, so als kleine Extra-Information, und ich pinne das also oben fest, sodass ihr auf jeden Fall die Gewährleistung habt, dass das noch kommt. Ich finde das nicht unwichtig, auch wenn das ein echtes Kalbschnitzel ist, das hat natürlich gepunktet, ja, ist der Kartoffelsalat und der Gurkensalat so unterirdisch, dass ich sage, da muss einfach eine bessere Qualität kommen. Ich weiß noch, das gab es eigentlich schon lange. Ich habe das immer nicht gerne gegessen. Deswegen habe ich oft, wenn ich einen Schnitzel mal gegessen habe, ich habe nicht so oft Schnitzel gegessen, habe ich mir Pommes geben lassen. Die machen sie zurzeit nicht, weiß nicht warum. Sie hätten die Möglichkeit, sie machen es nicht. Es ist eben alles eingeschränkt. Also statt sich wirklich auf Highlights zu konzentrieren, haben sie sich eben auf ein paar komische Sachen konzentriert. Und es gibt ja, wenn ich mir dieses Menü angucke von Lufthansa, schwupp, da ist es. Ja, wenn ich mir das angucke, Tom Kagai, gegrillter Wolfsbarsch, ich finde Wolfsbarsch und Linsen machen da ein paar Bratkartoffeln dazu, ja. Aber Linsen, wer es mag, veganes Linsenspinat. Guck mal, Linsen, ich weiß nicht, was die mit ihren Linsen haben, die billig eingekauft oder was. Wer nichts falsch machen will, also weil er tierlieb ist und sagt, ich will kein Fleisch essen und vegan, nehmt die Rigatoni. Im Moment könnt ihr also die Rigatoni essen und das Dessert ist ein Beerensorbet. Also ich würde sagen, die Super Honbase an sich hat leider immer noch Verluste. Da ist extrem viel aufzuholen. Das liegt schon darin, dass man eben auch
bei den Mitarbeitern, speziell bei der Lounge-Leitung im First Class Terminal, dass dort einfach nachjustiert umbesetzt werden muss, würden wir bei uns im Schauspiel sagen. Da muss die Intendanz umbesetzt werden. Wirklich Qualität dahin kommt. Denn diese Leute sind so negativ. Ja, für mich ist das viel zu negativ. Also von mir kriegt das First Class Terminal für dieses Versus die Austrian Airlines mit ihrer Don Group 10 Punkte versus Lufthansa First Class Terminal mit Do & Co. 8 Punkte. Also wir haben 10 für die Don und wir haben 8 für Do & Co. Sexy. Sexy beat.